Ich hätte gerne noch weiter für Werder gespielt, aber ich akzeptiere die Entscheidung, sagte der mittlerweile 38-jährige Claudio Pizarro, nachdem sein Vertrag in Bremen nicht verlängert wurde. Laut der Rheinischen Post gibt es aber einen anderen Interessenten aus Deutschland, nämlich Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Sollte Pizarro für wenig Geld zu haben sein, müsse man zwangsläufig über ihn nachdenken, wird 95-Sportvorstand Erich Rutemöller zitiert. Werder Bremen hat derweil am Montag mit dem Chinesen Yuning Zhang einen Ersatz für Pizarro verpflichtet. Wir freuen uns, dass wir Yuning verpflichten können. Wir leihen ihn von West Bromwich aus, die ihn von Vitesse Arnhem gekauft haben. Wir werden uns um einen weiteren Stürmer bemühen. Es ist so, dass Yuning dort als junger Spieler der Herausforderer sein wird. Also darf die Frage erlaubt sein, wie viel der Zhang-Transfer dann wirklich wert ist, wenn man ihn offenbar von vornherein nur für die Bank geholt hat. Bayer Leverkusen bindet Top-Talent Kai Havertz langfristig. Der 18-Jährige hat seinen Vertrag bis 2022 verlängert. Havertz habe riesiges Potenzial, das sich in den kommenden Jahren noch mehr entfalten werde, so Sportdirektor Rudi Völler über Bayers jüngsten Startelf-Akteur aller Zeiten. Chelsea-Legende John Terry setzt seine Karriere in der zweiten Liga bei Aston Villa fort. Wie der Club auf Twitter bestätigte, unterzeichnete Terry einen Einjahresvertrag.